Wenn du selbstständig bist, dann hast du das große Vergnügen, dass du nicht nur die Einkommensteuererklärung abgeben musst, sondern immer auch eine Umsatzsteuererklärung und gegebenenfalls auch eine Gewerbesteuererklärung. Und das ist auch schon mal ein wichtiger Hinweis am Anfang dieses Videos. Jeder Selbstständige muss eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Vollkommen unabhängig davon, ob du gewerbetreibend oder freiberuflich bist. Und auch Kleinunternehmer müssen tatsächlich eine Umsatzsteuererklärung einmal im Jahr abgeben. Das wissen tatsächlich viele Kleinunternehmer gar nicht und vergessen deswegen die gesamte Umsatzsteuererklärung. Wie du die Umsatzsteuererklärung genau machen kannst, das zeige ich dir in diesem Video und zwar mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung in Elster Online. Das heißt, ich nehme dich mit auf meinen Bildschirm und wir machen gemeinsam eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2022. Wir befinden uns jetzt hier auf der Startseite von Elster Online. So oder so ähnlich müsste das Ganze bei dir auch aussehen. Und wenn wir die Umsatzsteuererklärung machen wollen, dann gehen wir hier einmal auf die linke Seite. Unter Formulare und Leistungen finden wir nämlich alle Formulare. Und alle Formulare beinhaltet natürlich auch die Umsatzsteuererklärung. Und zwar unter Umsatzsteuer finden wir zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung, die Dauerfristverlängerung, zusammenfassende Meldung und so weiter. Übrigens zur Umsatzsteuervoranmeldung und zusammenfassenden Meldung gibt es auch Videotutorials, die verlinke ich dir gerne einmal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, auch da findest du die jeweiligen Anleitungen. Wir wollen aber eine ganz normale Jahressteuererklärung machen für die Umsatzsteuer, das heißt die Umsatzsteuererklärung und klicken deswegen auf die Umsatzsteuererklärung. Natürlich müssen wir am Anfang erstmal sagen, für welches Jahr. Hier oben ist noch so eine Infobox, die ist jetzt speziell für das Jahr 2022 irrelevant. Die bezieht sich auf den Zeitraum, als die Umsatzsteuersätze abgesenkt worden sind. Es war ehrlicherweise ein großes Chaos, das haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen. Deswegen wählen wir hier jetzt einfach das Jahr 2022 aus. Für das Jahr 2023 ist noch ein bisschen zu früh und gehen auf Weiter. Du kannst wie bei jeder Steuererklärung die Daten aus dem Vorjahr übernehmen. Das heißt, du könntest jetzt, wenn du die Umsatzsteuererklärung in dem letzten Jahr auch schon mit Elster Online gemacht hast, hier jetzt einfach die Daten übernehmen. Das habe ich allerdings nicht gemacht, deswegen habe ich hier diese Option gar nicht und ich möchte dir auch zeigen, wie man so eine Umsatzsteuererklärung quasi von Grund auf neu anlegt. Deswegen ergibt es jetzt zumindest in diesem Video auch gar keinen Sinn. Könnte aber für dich durchaus interessant sein, weil dann werden die ganzen Stammdaten, also Namen von deinem Unternehmen, Adresse und so weiter schon mal übernommen. Dann musst du das nicht doppelt machen, sondern du hast einfach alle Daten, die sich nicht verändert haben. Das sind vor allem die Unternehmensstammdaten, die kannst du einfach übernehmen und änderst dann einfach nur die Zahlen ab. Ist meistens ein wenig einfacher. Das heißt, das würde ich dir empfehlen, wenn du das zweite, dritte, vierte Mal deine Umsatzsteuererklärung mit Elster Online machst. Wenn du es das erste Mal machst, dann sieht das aus wie bei dir und dann klickst du auf ohne Daten. Übernahme fortfahren. Dann musst du die Anlagen auswählen. Wir wollen uns in diesem Video nur mit dem Hauptvordruck für die Umsatzsteuererklärung, also mit dem Kern der Umsatzsteuererklärung, das, was wirklich alle von uns ausfüllen müssen, zumindest alle, die selbstständig sind, damit wollen wir uns beschäftigen. Wir werden aber auch kurz die Anlage UN und Anlage FV ansprechen, wenn die für dich relevant sind und du dazu auch gerne eine Anleitung hättest. Das heißt, wenn du bei diesen Punkten sagst, ach, da hätte ich gerne auch irgendwie eine Anleitung, dann schreib das gerne in die Kommentare. Wenn es da genug Leute gibt, für die das relevant ist, dann drehe ich dazu auch gerne eine Anleitung. Ich möchte jetzt hier mich aber darauf beschränken, auf das, was wirklich alle irgendwie ausfüllen müssen. Wir sehen wie bei allen Formularen hier auf der linken Seite einmal die Struktur. Und da sehen wir auch, die Umsatzsteuererklärung ist relativ lang. Aber sie ist tatsächlich, wenn wir uns das im Detail anschauen, gar nicht so dramatisch, wie das hier aussieht. Denn viele Bereiche kann man einfach überspringen. Und ja, wir gehen da jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch die 13 Bereiche durch. Ganz oben sehen wir erstmal das Jahr. Das ist schon mal richtig ausgewählt. Das ist das, was ich ja eben schon angegeben habe. Und dann habe ich die Möglichkeit, eine berichtigte Steuererklärung abzugeben. Das klicke ich immer an, wenn ich schon mal eine Umsatzsteuererklärung abgegeben habe für dieses Jahr. Wenn ich also in der Umsatzsteuererklärung irgendeinen Fehler gemacht habe, also irgendwelche Angaben falsch waren oder ich Rechnungen vergessen habe und die habe ich jetzt wiedergefunden oder was auch immer, dann kann ich einfach über Elster Online das Jahr nochmal kopieren und den Fehler ausbessern und dann hier einfach den Haken setzen. Ich würde dir auch dringend empfehlen, diesen Haken dann zu setzen, denn ich habe häufiger schon die Erfahrung gemacht, dass dieser Haken nicht gesetzt wurde. Dann war das Finanzamt immer so ein bisschen verwirrt, welche Steuererklärungen denn jetzt eigentlich bearbeitet werden sollen, weil sie zwei, ja, gleichwertige Steuererklärungen hatte, die aber inhaltlich
wirklich unterschiedlich waren. Und wenn du hier einmal den Haken setzt, dann weiß das Finanzamt, okay, diese Steuererklärung überschreibt quasi die Steuererklärung von vorher. Dann kannst du die Daten aus deinem Profil übernehmen. Das sind die Daten aus deinem Elster-Profil. Du kannst ja in Elster in deinem Profil eine ganze Reihe an Angaben machen. Zum Beispiel deinen Namen, deine Steuernummer, deine Adresse und solche Sachen. Und immer dann, wenn du das bei Elster angegeben hast, dann könntest du hier immer die Daten übernehmen. Das heißt, dann musst du die jeweiligen Felder nicht nochmal extra manuell ausfüllen. Auch das wollen wir hier an dieser Stelle nicht machen, weil wir Schritt für Schritt einfach mal alles zusammen machen wollen. Aber wenn du Elster Online für dich eingerichtet hast, dann ist das für dich eine Vereinfachungsmöglichkeit. Als erstes möchte das Finanzamt die Steuernummer haben. Und zwar die normale Steuernummer. Diese normale Steuernummer ist immer die Steuernummer mit den jeweiligen Schrägstrichen drin. Ich habe übrigens schon mal ein Video dazu aufgenommen, welche Steuernummern du eigentlich so hast. Du hast nämlich meistens eine Steuernummer, eine persönliche Steueridentifikationsnummer und eine Umsatzsteuer-ID-Nummer. Wichtig, hier geht es nicht um die Umsatzsteuer-ID-Nummer, auch wenn es um die Umsatzsteuer geht, sondern hier geht es um die normale Steuernummer. Zumindest, wenn das deine Steuernummer für die Umsatzsteuer ist. Wie gesagt, einen tieferen Einblick in die unterschiedlichen Steuernummern in dem separaten Video. Das verlinke ich dir auch gerne unten in der Videobeschreibung einmal. Wenn du gar keine Steuernummer haben solltest, dann kannst du hier auch einfach eine neue beantragen. Dafür musst du aber einmal dein Land eingeben, also das Bundesland und das zuständige Finanzamt. Das findest du durch Googlen relativ schnell raus, welches Finanzamt jetzt für deinen Bereich, für deine Gemeinde das zuständige ist. Und dann hast du hier unten noch die Möglichkeit, Bearbeitungsnotizen reinzuschreiben. Die werden nicht an das Finanzamt übermittelt. Da kannst du zum Beispiel schreiben, hier die Müller GmbH, da muss ich nochmal eine richtige Rechnung anfordern oder sowas. Also hier kannst du schon mal reinschreiben, was du machen musst und vor allen Dingen, wenn mehrere Mitarbeiter eventuell aus deinem Unternehmen daran arbeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel durch einen Mitarbeiter diese Umsatzsteuererklärung vorbereiten lässt, du sie dir dann anschließend aber nochmal anschauen möchtest und wie auch immer, dann könnten hier so die Bearbeitungsnotizen reingeschrieben werden. Ehrlicherweise, ich benutze es in der Praxis relativ selten. Und damit kommen wir zu den einzelnen Teilbereichen. Und zwar als erstes zu den allgemeinen Angaben zu deinem Unternehmen. Zunächst einmal zum Namen des Unternehmers und zum gegebenenfalls abweichenden Firmennamen. Ganz wichtiger Hinweis, wissen viele Leute auch nicht, wenn du Einzelunternehmer bist, dann heißt dein Unternehmen immer so wie du selbst. Also in meinem Fall beispielsweise Melchior Neumann. Eigentlich auch nicht beispielsweise, weil ich heiße tatsächlich so. Und irgendein anderer Name, also irgendein Fantasienamen beispielsweise, wie zum Beispiel Steuerfit für Selbstständige, den dürfte ich nur nehmen, wenn ich mich im Handelsregister eintragen lasse. Das führt aber meistens zu mehr bürokratischer Arbeit und so weiter und deswegen würde ich das nicht machen. Deswegen würde ich mein Unternehmen, wenn ich diesen Kanal selbst betreiben würde, eher sowas nennen wie Melchior Neumann Steuerfit. Das heißt, mein Name ist immer wichtiger Bestandteil und dann lasse ich ehrlicherweise dieses Feld auch einfach leer, weil das Unternehmen denn immer so heißt, wie ich heiße. Im nächsten Bereich wird nach deiner Adresse gefragt. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Das heißt Straße, Hausnummer, Hausnummerzusatz, Postleitzahl, Ort und so weiter. Du kannst auch ein Postfach angeben, wenn das auf dich zutreffen sollte. Im nächsten Bereich schreibst du deinen Kontakt rein, also deine Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, wenn du irgendwas nicht mit dem Finanzamt teilen möchtest. Also du möchtest beispielsweise nicht, dass das Finanzamt dich anruft, dann lässt du das Feld mit dem Telefon einfach leer. Nur weil da ein Feld ist, heißt das nicht automatisch, dass du das auch ausfüllen musst. Genau, und wenn du nicht gerne mit dem Finanzamt telefonieren möchtest, dann lässt du das einfach leer und trägst nur die E-Mail-Adresse ein. Ehrlicherweise, ich persönlich habe noch nie mitbekommen, dass das Finanzamt dir eine E-Mail schreibt, wenn sie Rückfragen haben. Entweder schreiben sie einen Brief, das ist am häufigsten der Fall, oder sie rufen mal eben an. Wobei das Anrufen kenne ich auch eher aus der Steuerberatung. Also bei uns in der Steuerberatung ruft das Finanzamt häufiger mal an, bei irgendwelchen Rückfragen, um Sachen abzustimmen und so weiter. In einem Unternehmen habe ich das ehrlicherweise seltener mitbekommen, aber E-Mail habe ich ganz, ganz selten mitbekommen, dass das Finanzamt einfach eine E-Mail schreibt. Aber du könntest ja beispielsweise einfach nur die E-Mail-Adresse eintragen und damit das Finanzamt quasi implizit dazu auffordern, dir mal eine E-Mail zu schreiben. Wenn du bzw. dein Unternehmen im Ausland seinen Sitz haben sollte, dann musst du hier einmal den Haken setzen. Unwichtiger Hinweis, dann musst du auch die Anlage UN ausfüllen. Also da sind wir schon bei dem einen Beispiel, die Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung musst du ausfüllen, wenn dein Unternehmen im Ausland seinen Sitz hat. Und du solltest hier den Haken setzen. Und wir kommen auch direkt zur nächsten Ausnahme, und zwar Fiskalvertreter. Dafür gibt es die Anlage FV. Wenn das für dich relevant ist, dann hier einen Haken setzen und die Anlage FV ausfüllen. Wenn das nicht für dich relevant ist, lässt du das einfach weg.
weg. Und es könnte ja unter Umständen sein, dass du nicht in dem ganzen Kalenderjahr 2022 oder für welches Jahr du auch immer die Umsatzsteuererklärung machst, Unternehmer gewesen bist. Entweder, weil du gerade gegründet hast in dem Jahr oder aber, weil du aufgehört hast in dem Jahr mit deiner Selbstständigkeit. Immer dann trägst du hier die Daten ein, also wann genau warst du eigentlich selbstständig. Zum Beispiel habe ich im letzten Jahr gegründet und zwar am 1. August, dann schreibe ich hier 1.8. bis 31.12. rein, damit das Finanzamt weiß, dass ich nur in diesem Zeitraum tatsächlich auch selbstständig war. Wenn ich in der ersten und zweiten Hälfte des Jahres selbstständig war, in der Mitte aber eine Pause gemacht habe, dann habe ich hier die Möglichkeit, noch zwei Zeiträume einzutragen. Wenn du einfach vom 1. Januar bis zum 31. Dezember selbstständig warst, dann lässt du das Ganze einfach leer. Die nächste Frage geht um die Art der Besteuerung. Da gibt es im Wesentlichen zwei unterschiedliche Arten, und zwar einmal vereinnahmte Entgelte und einmal vereinbarte Entgelte. Dazu habe ich tatsächlich auch schon mal ein separates Video aufgenommen, wo ich erklärt habe, was genau der Unterschied ist. Bisschen bekannter sind die Begriffe Soll- und Ist-Versteuerung. Das heißt, wann zahlst du eigentlich genau die Umsatzsteuer? Dann, wenn du eine Rechnung gestellt hast oder dann, wenn du tatsächlich das Geld bekommen hast. In den meisten Fällen unterliegen Einzelunternehmen eher der Ist-Versteuerung. Das heißt, du musst die Umsatzsteuer immer erst dann bezahlen, wenn du das Geld auf dein Konto bekommen hast. Das heißt, wenn deine Rechnung bezahlt worden ist. Das ist die sogenannte Ist-Versteuerung oder die Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten. Es könnte aber auch sein, wenn dein Unternehmen ein bisschen größer ist, also deine Umsätze höher sind, dass du immer dann schon Umsatzsteuer zahlen musst, wenn du die Rechnung gestellt hast. Das ist die sogenannte Sollversteuerung und die Versteuerung nach vereinbarten Entgelten. Das heißt, immer dann würdest du hier den Haken setzen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch eher hier den Haken setzen würden. Und dann gibt es noch eine kleine Frage zur Verwendung der möglichen Steuererstattung. Das heißt, möchtest du eventuell die Erstattungen aus der Umsatzsteuer verrechnen mit der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung oder womit auch immer, dann kannst du den Haken setzen. Und wir kommen zum nächsten Bereich, und zwar dem Bereich, wo du deinen Steuerberater eintragen kannst. Ehrlicherweise, wenn du einen Steuerberater haben solltest, dann füllst du wahrscheinlich nicht diesen Bereich aus, dann macht das hoffentlich dein Steuerberater für dich. Und wenn du ein Steuerberater sein solltest, dann schaust du hoffentlich nicht meine Elster Online-Tutorials, sondern weißt selbst, wie du die Umsatzsteuererklärung ausfüllst. Und aus diesen Gründen möchte ich diesen Punkt einfach überspringen. Er ist aber auch ehrlicherweise ziemlich selbsterklärend. Also welche Kanzlei, welcher Bearbeiter, welche Adresse und so weiter hat denn der Steuerberater? Das heißt, das trägst du alles hier ein und gehst dann zur nächsten Seite. Und hier wird es spannend. Hier geht es nämlich um die Kleinunternehmer, die meiner Erfahrung nach ganz häufig vergessen, dass sie auch eine Umsatzsteuererklärung abgeben müssen. Es ist ja relativ bekannt, dass Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer zahlen müssen und dass Kleinunternehmer auch keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müssen. Aber Kleinunternehmer müssen eine Umsatzsteuererklärung machen. Und das vergessen tatsächlich viele Selbstständige. Denn du musst in der Umsatzsteuererklärung angeben, wie viel Umsatz du in den jeweiligen Jahren gemacht hast. Das heißt, hier wird einmal nach dem Umsatz im Kalenderjahr 2021 gefragt, also in dem Jahr, bevor du jetzt diese Steuererklärung machst. Also wir arbeiten ja hier an der Steuererklärung 2022, das heißt, du wirst gefragt nach dem Umsatz in dem Vorjahr. Warum ist eigentlich auch relativ logisch, du kannst die Kleinunternehmerregelung im Jahr 2022 nämlich immer nur dann in Anspruch nehmen, wenn du im Jahr 2021, also im Vorjahr, unter 22.000 Euro Umsatz gemacht hast. Das heißt, hier musst du einmal eintragen, wie viel Umsatz du denn gemacht hast im Jahr 2021 und wie viel Umsatz du gemacht hast im Jahr 2022. Eine Anmerkung an dieser Stelle, es gibt zwei Anforderungen an die Kleinunternehmerregelung, und zwar darfst du im Vorjahr nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz gemacht haben und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000. Das heißt, was würde passieren, wenn ich jetzt hier 60.000 Euro Umsatz gemacht hätte? Das bedeutet nicht automatisch, dass ich jetzt kein Kleinunternehmer gewesen bin. Denn im Gesetz steht voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz. Das heißt, ich muss am Anfang des Jahres 2022 mir gedacht haben, dass ich in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz mache. Das heißt, hier geht es mehr um meine Finanzplanung, um meine Kalkulation und nicht um die tatsächlichen Umsätze. Wenn das Jahr jetzt überraschenderweise gut gelaufen ist und ich tatsächlich 60.000 Euro Umsatz gemacht habe, dann
kann ich tatsächlich im Jahr 2022 immer noch Kleinunternehmer sein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber im nächsten Jahr bin ich dann entsprechend halt kein Kleinunternehmer mehr, weil dann müsste ich fürs Vorjahr hier oben ja 60.000 Euro reinschreiben und dann wäre ich halt kein Kleinunternehmer mehr. Und damit kommen wir zum vierten Bereich und ja, einem der wichtigsten Bereiche überhaupt in der Umsatzsteuererklärung. Und zwar den steuerpflichtigen Lieferungen und sonstigen Leistungen und unentgeltlichen Wertabgaben. Das sind viele komplizierte Wörter. Ich übersetze sie dir einmal. Lieferungen ist vor allen Dingen alles, was mit Produkten zu tun hat. Das heißt, der Verkauf von Produkten. Das muss nicht tatsächlich umgangssprachlich geliefert worden sein, sondern da geht es um Produkte, die irgendwie den Besitzer gewechselt haben. Sonstige Leistungen ist alles, was keine Lieferung ist. Also alles, was kein Verkauf von Produkten ist. Also in den meisten Fällen umgangssprachlich mehr übersetzbar mit Dienstleistungen. Und unentgeltliche Wertabgaben sind Dinge, die du aus deiner Selbstständigkeit entnimmst. Das heißt, du entnimmst einen Wert und zahlst dafür natürlich nicht. Weil es dein Unternehmen und du entnimmst die Leistung, warum solltest du dich selbst dafür bezahlen? Ein ganz praktisches Beispiel ist zum Beispiel, du benutzt den Firmen-Kfz. Wenn du einen Geschäftswagen hast, ein Firmenauto hast, dann hast du ja alle Kosten im Zusammenhang mit diesem Auto über deine Buchhaltung, das heißt über deine Selbstständigkeit abgerechnet. Wenn du dieses Auto jetzt auch privat benutzt, dann führst du ein Fahrtenbuch oder eine 1%-Methode und dann hast du ja diese Leistung entnommen. Das ist eine unentgeltliche Wertabgabe und die musst du versteuern, auch mit Umsatzsteuer. Hier geht es ja ausschließlich um die Umsatzsteuer. Und das alles musst du hier auf dieser Seite eintragen. Und zwar schauen wir uns das mal Schritt für Schritt gemeinsam an. Erstmal geht es um alle Leistungen zum allgemeinen Steuersatz. Der liegt bei 19%. Das heißt, Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19%, also Verkauf von Waren und Dienstleistungen zu dem ganz normalen Steuersatz von 19%. Die unentgeltlichen Wertabgaben, Lieferungen nach § 3 und so weiter zu 19%. Das heißt, hier geht es um Lieferungen. Das heißt, Wertabgaben aus deinem Unternehmen. Das heißt, was ist, wenn du Produkte, Waren, Handelsware, Produkte aus deinem Unternehmen entnommen hast? Zum Beispiel auch so einen Schreibtisch. Also einen Schreibtisch hast du für deine Selbstständigkeit gekauft, jetzt benutzt du den privat und jetzt entnimmst du diesen Schreibtisch ja zu einem gewissen Wert. Und diese Entnahme ist tatsächlich auch umsatzsteuerpflichtig. Ich habe übrigens zu dem ganzen Thema Privateinlagen und Entnahmen auch ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich habe eben schon ein Beispiel genannt für eine unentgeltliche Wertabgabe, die aber kein Produkt ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Entleistung entnehme, und zwar die Leistung eines Betriebs-Kfz, das heißt des Firmenwagens, dann ist es eine unentgeltliche Wertabgabe, und zwar eine sonstige Leistung. Diese drei Dinge schreibst du hier jeweils in die Felder rein. Das Ganze gibt es jetzt auch nochmal analog mit einem Steuersatz von 7%. Das ist immer dann, wenn der ermäßigte Steuersatz anzuwenden ist. Das solltest du bei deiner Leistung eigentlich wissen, was auf dich zutrifft. Das heißt, dann trägst du hier jeweils die Lieferung und sonstigen Leistungen, die unentgeltliche Lieferung, die unentgeltliche sonstige Leistung und so weiter ein. Und auch Umsätze zu anderen Steuersätzen. Es gibt ja in vereinzelten Fällen durchaus auch andere Steuersätze. Die trägst du denn alle schön hier ein. Wenn du gar nicht weißt, welche anderen Steuersätze wir eigentlich so in Deutschland haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du hier nichts eintragen musst. Wir hatten übrigens vor ein paar Jahren eine große Situation, wo man hier sehr viel eintragen musste. Und zwar, als für ein halbes Jahr die Umsatzsteuersätze für alle Leistungen und Produkte abgesenkt worden sind. Da musste hier eine ganze Menge eingetragen werden, weil da stand trotzdem hier oben 19% und hier 7%. Aber für das zweite Halbjahr wurde der Umsatzsteuersatz halt abgesenkt und deswegen standen hier ganz hohe Beträge bei fast allen Selbstständigen. Dann gibt es noch ein paar Sonderformen bei Land- und Forstwirtschaft. Darauf möchte ich so tief gar nicht eingehen. Außer hier gucken jetzt plötzlich ganz viele Land- und Forstwirte zu. Das war bisher nicht so mein Eindruck. Wenn das so sein sollte, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Denn ja, hole ich diesen Part einfach nochmal nach. Was spannender ist, ist dieser Bereich. Wechsel von der Kleinunternehmerregelung zur Regelbesteuerung bzw. Durchschnittssatzbesteuerung. Den zweiten Part, den vergessen wir einfach. Aber was interessant ist, ist Wechsel von der Kleinunternehmerregelung zur Regelbesteuerung. Und zwar haben wir hier immer dieses Fragezeichen und zwar klicken wir das einfach mal an, um zu sehen, wann muss ich da jetzt eigentlich was eintragen. Das heißt, hier geht es jetzt um die Übergangsphase von einer Kleinunternehmerregelung zur normalen Regelbesteuerung. Es könnte ja immer sein, dass du mal eine Anzahlung bekommen hast. Beispielsweise eine Anzahlung Ende 2021 und im Jahr 2021 warst du Kleinunternehmer. Die Leistung für diese Anzahlung hast du dann aber erst im folgenden Jahr ausgeführt, also im Jahr 2022. In diesem Jahr warst du dann aber unter Umständen kein Kleinunternehmer mehr, sondern unterlagst der Regelbesteuerung. Und dann musst du in diesem Fall eine Nachsteuer erheben. Das heißt, dann gibt es eine Steuer für die Anzahlung, weil zum Anzahlungs
Gründungszeitpunkt unterlagst du der Kleinunternehmerregelung und hast keine Steuer ausgewiesen. Im Jahr danach unterlagst du aber der Umsatzsteuer. Und bei der Umsatzsteuerberechnung geht es immer um das Leistungsdatum. Wenn du diese Konstellation hast, kann es also durchaus sein, dass du hier etwas eintragen musst. Den Fall gibt es natürlich auch genau einmal andersrum. Es kann ja sein, dass du erst der Regelbesteuerung unterliegst, eine Anzahlung bekommst, dann aber die Leistung später ausführst. Dann schreibst du hier keinen negativen Betrag rein, denn dafür gibt es noch ein Feld und zwar steht hier unten auch schon welches und zwar Zeile 164. Da kommen wir aber erst später dazu, denn hier sind wir erst bei Zeile 56. Das gleiche Prinzip hast du, wenn sich Steuersätze ändern. Ich habe das eben schon einmal gesagt, die Steuersätze haben sich vor kurzem geändert und natürlich können sie sich in Zukunft auch ändern. Wer sagt denn, dass die Umsatzsteuer immer bei 19% sein muss? Vielleicht ist sie irgendwann mal bei 20%, bei 23% oder auch vielleicht bei 15%. Das heißt, immer dann, wenn sich das verändert über die Jahre und gewisse Anzahlungen geleistet worden sind, dann kann das sein, dass du hier was eintragen musst, wenn nicht, dann nicht. Und hier unten wird dann einmal von Elster Online direkt die Summe der Steuer berechnet. Und wir gehen damit zur nächsten Seite. Im fünften Bereich geht es um steuerfreie Leistungen, also wieder um Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben. Und zwar unterscheidet man bei steuerfreien Leistungen immer zwei unterschiedliche Arten von steuerfreien Leistungen. Und zwar einmal steuerfreie Leistungen mit Vorsteuerabzug. Das bedeutet, wenn du diese Leistungen ausführst, hast du auf der Gegenseite, also auf deiner Kostenseite, die Möglichkeit, die Vorsteuer geltend zu machen. Und dann gibt es einmal steuerfreie Leistungen oder Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Das heißt, immer dann, wenn du diese Umsätze auf der Umsatzseite hast, bedeutet das automatisch, dass du auf der Kostenseite keinen Vorsteuerabzug hast. Was es genau sein kann, steht hier zum Beispiel auch. In den allermeisten Fällen weißt du das aber, weil dieses Wissen brauchst du schon, wenn du die Rechnungen schreibst. Weil du musst ja wissen, ob deine Leistung steuerfrei ist und nach welchen Vorschriften sie gegebenenfalls steuerfrei ist. Das heißt, ich möchte jetzt hier nicht ganz grob einmal darüber sprechen, was alles irgendwie steuerfrei sein könnte. Hier geht es ja eher darum, wie man Elster Online ausfüllt. Und hoffentlich weißt du zum Zeitpunkt der Erstellung der Umsatzsteuererklärung, was du hättest schon auf die Rechnung während des Jahres schreiben müssen. Wenn nicht und wenn du zu dem ganzen Thema Fragen hast, dann nutz gerne den Kommentarbereich und ich versuche dir dann gerne weiterzuhelfen. Ich möchte dir nur einmal ganz oberflächlich zeigen, wie diese Seite aufgebaut ist. Zum Beispiel ist eine umsatzsteuerfreie Leistung mit Vorsteuerabzug eine innergemeinschaftliche Lieferung. Also wenn du beispielsweise Produkte lieferst an ein Unternehmen in Dänemark, also in einem anderen EU-Land, dann ist das eine innergemeinschaftliche Lieferung, die ist in Deutschland steuerfrei und dann würdest du sie hier oben eintragen. Also an Abnehmer mit Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das wäre dann natürlich Voraussetzung, dass der Abnehmer eine Umsatzsteueridentifikationsnummer hat. Und hier trägst du auch nicht die Steuer oder so ein, sondern die Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer. Also den Nettobetrag, beispielsweise 1.000 Euro. Dann gibt es noch so Regelungen rund um neue Fahrzeuge. Wie gesagt, wenn das auf dich zutrifft, dann weißt du das hoffentlich schon, weil dieses Wissen hättest du schon in der Rechnungsstellung gebraucht. Dann gibt es auch noch weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug, zum Beispiel Ausfuhrlieferungen und Lohnveredelung an Gegenständen und so weiter. Das heißt, da solltest du wirklich in der Tiefe auskennen. Da musst du dann auch den jeweiligen Paragraph eintragen, also Umsätze nach Paragraph und dann schreibst du hier den Paragraph in dem Umsatzsteuergesetz rein. Den musst du in der Regel meistens ja auch schon auf deine Rechnungen schreiben und so weiter. Darum geht das also hier in diesem Bereich. In dem Bereich unten geht es dann um die steuerfreien Leistungen, die einen Vorsteuerabzug ausschließen. In dem unteren Bereich geht es dann um steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Das heißt, das sind Leistungen, die den Vorsteuerabzug verbieten. Das gilt zum Beispiel für Vermietung und Verpachtung von Grundstücken. Wenn du zur Miete wohnst, zahlst du ja wahrscheinlich monatlich Miete. In dieser Miete ist keine Umsatzsteuer enthalten. Warum? Weil Miete halt nach dem Umsatzsteuergesetz § 4 steuerfrei ist, aber der Vermieter hat keinen Vorsteuerabzug. Das heißt, das würdest du beispielsweise hier eintragen. Und dann hast du die Möglichkeit, hier auch noch weitere Paragraphen reinzuschreiben. Oder genauer gesagt, die Nummern aus § 4. § 4 ist ein ziemlich langer Paragraph im Umsatzsteuergesetz und in § 4 ist genau geregelt, was umsatzsteuerbefreit ist. Um dir mal ein paar Beispiele zu geben. Umsatzsteuerfrei ohne Vorsteuerabzug sind zum Beispiel Leistungen von einem Arzt. Also die ganz normalen Arztleistungen sind umsatzsteuerfrei, Ärzte haben aber im Gegensatz keinen Vorsteuerabzug. Oder aber die Leistungen von einem Versicherungsvermittler beispielsweise. Oder aber auch bestimmte Dozententätigkeiten unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Aber auf der Gegenseite darf dann halt auch keine Vorsteuer geltend gemacht werden. Das heißt, dann schreibst du hier die Nummer aus § 4 rein und hier den jeweiligen Umsatz. Und wir gehen damit auf die nächste Seite.
Im sechsten Bereich geht es um den innergemeinschaftlichen Erwerb. Wir haben eben schon gelernt, dass wir Lieferungen an ein Unternehmen im EU-Ausland, dass das Ganze umsatzsteuerfrei ist. Im Umkehrschluss ist aber der Import von Gegenständen von Unternehmen aus dem EU-Ausland steuerpflichtig. Wir reden da nicht von Import, sondern von innergemeinschaftlichen Erwerben. Mein Beispiel war eben, ich verkaufe ein Produkt an ein Unternehmen in Dänemark. Wenn dieses Unternehmen, warum auch immer, mir dieses Produkt jetzt wieder zurückverkauft, ist dieser Verkauf für den Verkäufer in Dänemark auch umsatzsteuerfrei. Ich muss aber als Käufer darauf tatsächlich in Deutschland Umsatzsteuer zahlen. Und das Ganze muss natürlich auch irgendwie in der Umsatzsteuererklärung aufgeführt werden. Und das machen wir hier unter sechstens. Da geht es nämlich um die innergemeinschaftlichen Erwerbe. Und das Ganze ist auch gar nicht so kompliziert. Den ersten Bereich, den möchte ich hier einmal überspringen, weil der nicht so ganz häufig auftritt. Viel interessanter ist dieser große Bereich hier unten. Da geht es nämlich ganz normal um steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe und zwar einmal zu 19%, zu 7% und zu irgendwelchen anderen Steuersätzen. Das heißt, analog eigentlich relativ simpel. Hier tragen wir übrigens immer die Bemessungsgrundlage ein und die Steuer wird dann automatisch berechnet. Außer es ist irgendwie ein besonderer Steuersatz, dann weiß die Software natürlich nicht, welcher Prozentsatz da jetzt angewendet werden soll. Da musst du die Bemessungsgrundlage und die jeweilige Steuer eintragen. Ein Sonderfall im Umsatzsteuergesetz sind immer irgendwie neue Fahrzeuge. Deswegen gibt es nochmal ein Feld für neue Fahrzeuge. Und damit sind wir tatsächlich auch in diesem sechsten Bereich schon am Ende und gehen zur nächsten Seite. Der nächste Bereich sollte für die meisten von euch nicht von Relevanz sein. Deswegen möchte ich den auch einfach überspringen. Das Video wird ehrlicherweise sowieso schon lang genug. Wenn es zu diesem Bereich jetzt Fragen geben sollte, dann schreibt gerne die Frage in die Kommentare und ich versuche dir dann gerne weiterzuhelfen. Für die allermeisten von euch, die dieses Video jetzt schauen, sollte das nicht interessant sein. Und dann gibt es im Umsatzsteuergesetz so eine Regelung, die, ach ja, echt schwierig ist, glaube ich. Und zwar sind das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte. Ich möchte hier jetzt nicht weit ausholen und erklären, was innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte sind. Vielleicht ein Stichwort, weil das gerade bei vielen online-digitalen Geschäftsmodellen der Fall ist. Wenn du Dropshipping machst und dich noch nie mit innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften beschäftigt hast, mach es unbedingt. Wenn das Ganze auf dich zutrifft, also wenn du innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte ausführst oder Teil von diesen Dreiecken bist, dann ist hier der achte Bereich für dich relevant. Ich möchte es aber ehrlicherweise denn dabei belassen. Wenn das ganze Thema für dich interessant ist, dann ja, kommentiere gerne auch das Video und mach mich darauf aufmerksam. Dann nehme ich ein separates Video nur zum Thema innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte auf. Da kann ich locker ein ganzes Video nur zu diesem Thema füllen und deswegen möchte ich darauf gar nicht so eingehen. Wenn das Ganze für dich relevant ist, dann siehst du hier, wie du das eintragen kannst. Das ist ziemlich selbsterklärend. Wir springen jetzt an dieser Stelle aber zum nächsten Part und zwar zum neunten Part. Der tritt nämlich tatsächlich auch häufiger auf. Und zwar geht es da um den ganzen Bereich Leistungsempfänger als Steuerschuldner, Reverse Charge oder § 13b Umsatzsteuergesetz. Auch dazu habe ich schon mal ein einzelnes vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne vorbei. Aber wie trägt man das Ganze jetzt ein? Der wahrscheinlich häufigste Fall ist das oberste Feld, also hier Zeile 99. Da steht nämlich, sonstige Leistungen, wir erinnern uns, das bedeutet quasi sowas wie Dienstleistungen, nach § 3a Absatz 2 Umsatzsteuergesetz eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers, § 13b Absatz 1 Umsatzsteuergesetz. Wenn du mein Video zum Thema Reverse Charge angeschaut hast, dann weißt du, dass du als Kunde, also als Leistungsempfänger, die Umsatzsteuer zahlen musst. Und zwar immer dann, wenn ein Unternehmen aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet, also irgendwo in der EU, für dich eine Leistung ausgeführt hat. Ich mache dir ein ganz einfaches Beispiel. Du wirbst beispielsweise auf Instagram. Das heißt, du schaltest Werbung auf Instagram oder auf Facebook. Dann hast du eine Geschäftsbeziehung mit Meta, dem Unternehmen hinter Instagram und Facebook. Das heißt, du zahlst beispielsweise 1.000 Euro für die Werbung. Allerdings führt jetzt ein Unternehmen, aus Irland übrigens, das heißt anderes EU-Land, eine Leistung für dich aus. Das heißt, du bist Leistungsempfänger. Und auf diesen Rechnungen von Facebook bzw. Meta ist keine Umsatzsteuer. Du musst als Leistungsempfänger aber, also als Kunde, musst du darauf Umsatzsteuer zahlen. Beispielsweise hier jetzt 1.000 Euro Werbekosten und 190 Euro. Das heißt, du musst als Kunde neben den 1.000 Euro, die du an Facebook gezahlt hast, jetzt noch einmal 190 Euro an das Finanzamt zahlen. Das Ganze ist übrigens nicht so dramatisch, weil du ein wenig später im Formular diese 190 Euro direkt wieder geltend machen kannst. Das heißt, es ist einfach hier einmal plus 190 und später machst du minus 190 und unterm Strich musst du nichts wirklich bezahlen. Du musst es hier aber einmal reinschreiben. Das wäre das Beispiel. Dann gibt es noch ein Beispiel mit Umsätzen, die unter das Grunderwerbssteuergesetz fallen. Das möchte ich hier weglassen, weil das tritt nicht so ganz häufig auf.
Aber für ein paar von euch ist der dritte Bereich auch interessant. Und zwar geht es hier beispielsweise um Bauleistungen. Das heißt, im Bau, wenn ein Unternehmen, was im Bau tätig ist, für ein anderes Unternehmen, was im Bau tätig ist, Leistungen ausführt, dann gibt es auch diese Reverse Charge und 13b-Fälle. Und die musst du, wenn du Leistungsempfänger bist, auch hier einmal eintragen. Wie gesagt, hier gibt es ein paar Beispiele, lies das gerne mal in Ruhe durch. Ich gehe nur auf die häufigsten Fälle ein und das ist einmal Bau und das andere sind tatsächlich Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen. Ein Gebäudeteil ist zum Beispiel auch ein Büro in einem Gebäude oder die Fensterscheiben in einem Gebäude. Das heißt, auch dann musst du eventuell hier was eintragen. Das solltest du allerdings auch jetzt schon wissen, weil das Ganze muss auf deinen Rechnungen stehen. Ich möchte hier nur auf die beiden häufigsten Fälle eingehen. Die trägst du nämlich hier unten in Zeile 101 ein. Wir gehen jetzt an dieser Stelle einfach zum nächsten Bereich. Der 10. Bereich ist wirklich was für ausgemachte Streber, würde ich sagen. Das sind wirklich Fälle, die treten, ja, ich würde mal sagen, so im Alltag nicht wirklich auf. Du wirst es wahrscheinlich wissen, wenn du darunter fällst. Und in allermeisten Fällen solltest du oder hast du in solchen Fällen sowieso schon auch mit einem Steuerberater zu tun, weil das wirklich keine normalen Fälle sind, die man so in dem allgemeinen Geschäft hat. Zumindest nicht die breite Masse. Hier geht es zum Beispiel um Umsätze, die eigentlich steuerfrei sind, du aber bewusst darauf verzichtest, um dann wiederum den Vorsteuer Abzug zu haben, den könntest du hier eintragen. Oder aber es geht um Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtunternehmer. Also solche Sachen beispielsweise. Oder aber eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen, das heißt, wenn du dein ganzes Unternehmen verkaufst. Oder aber es geht um Personenbeförderungen, das heißt, ein Zug, der über Ländergrenzen hinweg fährt. Und dann ist ja ein Anteil dieser Zugstrecke im Inland und ein anderer Anteil im Ausland. Wo muss denn eigentlich wie Umsatzsteuer gezahlt werden? Wie du merkst, alles irgendwie sonderbare Fälle. Es gibt hier in dieser langen Liste von Dingen, die fast nie passieren, ein Feld, das ist ganz schön häufig und auch ehrlicherweise in relativ großer Höhe. Und ja, wenn du magst, stopp das Video gerne mal, lies jetzt einmal durch die Felder und schreib in die Kommentare, was du glaubst, welches Feld wohl hier am häufigsten ausgefüllt wird. Denn ehrlicherweise ist das fast ein bisschen unglücklich, weil das so eine lange Liste ist, dass man das Ganze sehr schnell überliest. Und zwar geht es um Feld 111 und zwar um nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nummer 2 Umsatzsteuergesetz. Wir schauen uns einmal die Erläuterung an. Hier steht nämlich, hier tragen Sie bitte die von Ihnen nach 3a und so weiter im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte sonstige Leistung ein, für die die Steuer in einem anderen Mitgliedstaat von einem dort ansässigen Leistungsempfänger geschuldet wird. Ah, Leistungsempfänger, nicht steuerbar. Es geht um Reverse Charge Verfahren und zwar das umgekehrte Beispiel. Wir hatten eben ja schon das Feld, wo du die Umsätze, die du auf Facebook ausgegeben hast, eintragen musst. Das heißt, da, wo du der Leistungsempfänger warst. Was ist allerdings, wenn du eine Leistung für Facebook machst? Klingt super selten. Ich nehme ein anderes Beispiel. Was ist, wenn du eine Leistung erbringst für YouTube beispielsweise? Du produzierst Content auf YouTube und bekommst von YouTube Geld dafür. Wo hat YouTube seinen Sitz? Wo hat Google seinen Sitz? Komischerweise auch in Irland. Das heißt, du führst eine Leistung aus für ein Unternehmen in einem anderen EU-Land. Beispielsweise bist du Content Creator auf YouTube. Und diese Umsätze wären in Deutschland steuerpflichtig. Allerdings ist das ein B2B-Umsatz innerhalb der EU über Ländergrenzen hinweg. Das heißt, das ist eine nicht steuerbare sonstige Leistung. Das heißt, in Feld 111 trägst du zum Beispiel deine Umsätze aus dem YouTube-Partnerprogramm ein oder Affiliate-Einnahmen von Amazon. Aber natürlich auch, wenn du einfach ein Unternehmen berätst beispielsweise, das im EU-Ausland sitzt. Also wenn du zum Beispiel einen Beratungsumsatz machst mit einem Unternehmen aus Österreich, dann schreibst du tatsächlich deinen Umsatz, deinen Nettoumsatz, dann schreibst du ja auch eine Nettorechnung, schreibst du dann einfach hier rein. Und dieses Feld ist unglaublich wichtig. Auch ein wichtiger Hinweis, wenn du das nicht gemacht haben solltest, für diese Umsätze musst du eine zusammenfassende Meldung abgeben unterjährig. Das steht auch hier, dieser Hinweis. Zum Thema zusammenfassende Meldung habe ich auch schon ein Tutorial aufgenommen, wie du das Ganze in Elster Online machen kannst. Schau da gerne vorbei. Du findest das natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber ganz, ganz wichtig, dieses Feld 111 nicht einfach so überspringen. Das ganze andere ist nicht so besonders häufig, wenn überhaupt vielleicht das Feld 112, übrige nicht steuerbare Umsätze, wo der Leistungsort auch nicht im Inland ist. Da geht es dann aber nicht um EU-Grenzen und so weiter. Das kannst du auch hier einmal durchlesen. Die Erläuterung steht da jeweils. Aber ganz, ganz wichtig, das Ganze nicht einfach überspringen. Bei mir war es relativ häufig.
häufig schon so, dass ich die Steuererklärung gemacht habe und mir gedacht habe, shit, irgendwo muss ich das eintragen und dann muss ich dieses Feld relativ lange suchen. Deswegen ganz, ganz wichtig, 111 merken. Und damit kommen wir zum 11. Abschnitt und damit zu dem schönsten Abschnitt von allen. Hier geht es nämlich um die Kohle, die wir wiederbekommen. Bis jetzt haben wir ja nur darüber geredet, worauf wir jetzt Steuern zahlen müssen. Aber die Umsatzsteuer ist ja so schön, weil wir auch Geld wiederbekommen. Und darum geht es hier in den 11. Bereich. Und zwar ganz oben um Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen. Das heißt, das ist das Feld, wo du einfach alle Vorsteuerbeträge aus allen möglichen Rechnungen von anderen Unternehmen hier einträgst. Wichtiger Aspekt hier, bisher haben wir ganz, ganz häufig die Bemessungsgrundlagen, also die Nettorechnungsbeträge eingetragen. Hier geht es um die Steuerbeträge. Das heißt, hier trägst du die gesamten Vorsteuerbeträge zusammengerechnet ein. Das heißt, das hast du jetzt hoffentlich unterjährig irgendwie gerechnet und hoffentlich nicht irgendwie mit einer Excel-Tabelle, sondern mit einem Buchhaltungsprogramm. Und hier trägst du die kumulierten Vorsteuerbeträge ein. Worüber wir auch schon gesprochen haben, ist die Steuerpflicht von innergemeinschaftlichen Erwerben. Natürlich zahlst du als Unternehmen nicht am Ende tatsächlich auch diese Umsatzsteuer, sondern kannst sie dir direkt im gleichen Moment auch wiederholen. Das Ganze machst du hier. Vorsteuerbeträge für innergemeinschaftliche Erwerbe trägst du dann in Feld 123 ein. Die Einfuhrumsatzsteuer in 124. Und wir haben über das ganze Phänomen Reverse Charge bzw. § 13b Umsatzsteuergesetz schon philosophiert. Was ist denn eigentlich mit den 190 Euro, die ich auf die Facebook-Werbung nochmal zahlen muss? Naja, die kannst du dir gleich wieder geltend machen, habe ich versprochen und dieses Versprechen halte ich. Die trägst du nämlich einmal hier ein. Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b Umsatzsteuergesetz. Das heißt, in dem Beispiel, was ich gemacht habe, würdest du hier jetzt einfach nochmal 190 Euro für die Facebook-Werbung eintragen. Und natürlich gibt es auch hier eine ganze Reihe an weiteren Feldern, die aber in den allermeisten Fällen bei euch nicht zutreffen sollten. Deswegen möchte ich gar nicht so im Detail darauf eingehen, aber du kannst natürlich auch hier wieder diese ganze Fahrzeuggeschichte, Dreiecksgeschäfte und so weiter, jeweils die Vorsteuer eintragen. Elster rechnet dann für dich alle Vorsteuerbeträge zusammen und zeigt dir hier die gesamte Summe der Vorsteuerbeträge, die du geltend machen kannst. Und damit biegen wir langsam auch auf die Zielgerade ein. Wir sind im vorletzten Bereich und im § 12. Hier geht es um Berichtigung des Vorsteuerabzugs. Ich möchte zu diesem ganzen Bereich relativ wenig sagen. Ich lese nur einmal kurz die Überschriften vor. Immer dann wäre das für dich relevant. Das kommt aber ehrlicherweise bei den meisten von euch nicht so besonders häufig vor. Hier geht es nämlich vor allem um Grundstücke und Gebäude. Oder aber wenn irgendwelche vorsteuerabzugsmaßgeblichen Verhältnisse sich geändert haben und so weiter. Das ist ehrlicherweise in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Und damit kommen wir zum 13. Bereich und dem Schlussspurt. Und hier muss gar nicht mehr so viel gemacht werden, denn du bekommst vor allem eine Übersicht. Und zwar die Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer. Und zwar sehen wir hier in den ersten Zeilen alles, was Elster Online da so zusammengerechnet hat. Und zwar natürlich basierend auf dem, was wir da eingetragen haben. Das heißt, hier kannst du die ganze Kalkulation noch einmal überprüfen. Dann gibt es noch so ein paar letzte Angaben, zum Beispiel unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge. Die musst du nämlich trotzdem abführen. Das heißt, wenn du Umsatzsteuer ausweist, obwohl du es eigentlich gar nicht darfst, musst du diese Umsatzsteuerbeträge trotzdem abführen. Das musst du eintragen. Und wir haben auch noch ein offenes Thema von Anzahlungen und Übergang von Kleinunternehmerregelung zur nicht mehr Kleinunternehmerregelung oder andersrum und so weiter, habe ich einmal vor ein paar Minuten erzählt und dann gibt es noch das andere Feld natürlich, dass du Anzahlungen bekommen hast mit Umsatzsteuer, dann bist du aber eventuell wieder Kleinunternehmer geworden und so weiter und hier kommen wir endlich zu Zeile 164, das heißt, dann ist das genau der gegenteilige Part zu dem, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, das müsstest du dann jeweils hier eintragen. Und am Ende kommen wir zur Schlussabrechnung. Elster Online rechnet nämlich jetzt einfach alles zusammen und zeigt dir einmal an, was ist die verbleibende Umsatzsteuer insgesamt, was in einem Jahr gezahlt werden muss. Das heißt, wie viel Umsatzsteuer musst du für das gesamte Jahr 2022 entrichten? Und das sind in diesem Beispiel jetzt, ich habe da so ein paar Zahlen reingeschrieben, 3.025,18 Euro. Allerdings bedeutet das jetzt nicht, dass du das tatsächlich zahlen musst, denn du hast in den allermeisten Fällen ja schon monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben. Und diesen Betrag, den schreibst du hier bei Zeile 168 rein. Das ist das Vorauszahlungssoll 2022. Inklusive Sondervorauszahlungen, wenn du eine Dauerfristverlängerung hattest und so weiter. Wenn ich jetzt also davon ausgehe, dass ich eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben habe und in jedem Quartal 800 Euro, ich mache es relativ einfach,
gezahlt habe. Dann habe ich jetzt ja 4 Umsatzsteuervoranmeldungen für das letzte Jahr mit jeweils 800 Euro. Das heißt, ich habe jetzt 4 mal 800 Euro gezahlt, das sind 3200 Euro. Das würde ich jetzt hier eintragen. Und damit ergibt sich hier unten meine Abschlusszahlung. Das heißt, die noch an die Finanzkasse zu entrichtende Abschlusszahlung oder mein Erstattungsanspruch. Da jetzt hier ein Minus steht, ist das ein Erstattungsanspruch. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt so abschicken würde, würde ich eine Umsatzsteuererstattung bekommen in Höhe von 174,82 €. Wenn hier jetzt ein kleinerer Betrag steht, beispielsweise 2.900 Euro, dann habe ich eine Abschlusszahlung in Höhe von 125,18 €. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, das vergessen auch ganz viele. Die Umsatzsteuer musst du von dir aus bezahlen. Das heißt, es ist nicht so, dass du jetzt einen Bescheid bekommst und dann steht in dem Bescheid, was du zahlen musst. Es ist folgendermaßen, dass du das Ganze übermittelst und dann 4 Wochen Zeit hast, diese Abschlusszahlung zu leisten. Das heißt, da kommt jetzt nicht ein separater Bescheid, auf den du warten kannst, bevor du bezahlst. Du musst diesen Betrag dann direkt bezahlen. Und das ist an dieser Stelle alles, was ich über die Umsatzsteuererklärung zu erzählen hatte. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt mit meiner Hilfe deine Umsatzsteuererklärung abgegeben. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du dir denkst, um Gottes Willen, das mache ich niemals ohne einen Experten an meiner Seite, dann verstehe ich dich absolut. Und dann schau dir doch einmal an, wie wir dir eventuell in deiner Selbstständigkeit weiterhelfen können. Denn unter Umständen können wir diese Arbeit für dich übernehmen. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier. Oder du findest auch den Link unten in der Videobeschreibung. Oder aber du schaust direkt weitere Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.